So, hallo, da bin ich wieder, Stefan Briel, Grundschule Biedenkopf, Ukulele-Tutorial für die Webseite MIDG, Musikalisches in der Grundschule, midg.de. Und wir kommen zu unserem zweiten Tutorial. Hier geht es darum, Akkorddiagramme zu lesen. Beim letzten Mal haben wir gelernt, was ist ein Akkord? Ich drücke meine Finger auf die Saiten in verschiedenen Bünden runter und habe einen Akkord, ein Zusammenspiel von passenden Tönen. Akkorddiagramme dienen dazu, das lesen zu können. Die sehen ungefähr so aus. Ja. Und zwar kümmern wir uns heute um den C-Dur-Akkord. Hier ist im Prinzip aufgemalt, wie die Ukulele aussieht. Im Prinzip müsste man das so halten. Und dann sieht man schon, aha, hier ist ein Punkt auf der ersten Seite. Die zweite Seite ist leer, die dritte Seite ist leer und die vierte Seite ist leer. Um diesen Punkt zu spielen, nehmen wir einen Finger. Bei C-Dur ist das relativ egal, welchen Finger wir nehmen. Ich mache es meistens davon abhängig, welcher Akkord danach kommt. Also C-Dur. Wir haben uns gemerkt, erste Seite, dritter Bund, Finger fast egal. Wir nehmen heute mal den Zeigefinger, den ersten Finger, drücken zwischen den Bünden runter, vor dem Bundstäbchen, im dritten Bund, erste Seite runterdrücken und spielen mit dem Daumen alle Saiten an. C-Dur. Das bringt uns zu unserem ersten Song. Nämlich dem Kanon Bruder Jakob, den man wunderbar auf C-Dur spielen kann. Ich spiele es mal kurz vor. Die Noten dazu könnt ihr auf unserer Website runterladen. Ich habe den Thomas Barlinger, der diese wunderbaren Ukulele-Bücher für Kinder geschrieben hat, gefragt, ob wir das benutzen dürfen. Der hat sich gefreut und hat gesagt, ja, ihr dürft einige Songs zum Runterladen benutzen. Wir scannen das für euch ein und ihr könnt das auf der Website dann runterladen, könnt ihr euch zu Hause ausdrucken und damit üben. Also jetzt C-Dur, erste Seite, dritter Bund, erster Finger, Zeigefinger, Bruder Jakob. Super, wir haben unseren ersten Song gelernt, Bruder Jakob. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt mit dem Daumen angeschlagen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel Anschlagstechniken mit dem Zeigefinger der rechten Hand. Dafür greifen wir wieder unseren C-Dur-Akkord. Erster Finger, erste Seite. Dritter Bund. Ich schlage mit dem Daumen an. Das klingt insgesamt sehr weich. Jetzt möchte ich aber einen anderen Sound haben. Ich nehme den Zeigefinger und gebe der ganzen Sache ein bisschen mehr Schwung. Wenn die Hand nach unten geht, berühren der Zeigefinger oder der Daumen, je nach Geschmack, die Saiten.
bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Wenn ihr das schneller übt, bitte nicht verkrampfen, ganz locker im Handgelenk bleiben. Sonst klingt das irgendwann so. Und das wollen wir nicht. Schnelligkeit kommt von ganz alleine. Durch Üben. Was machen wir jetzt? Ah ja, wir haben noch eine Anschlagsmöglichkeit, nämlich mit der ganzen Hand. Dann wird der Ton am härtesten. Und hier kann ich variieren, ne? Ich kann leise spielen mit dem Daumen. Ich kann ein bisschen lauter spielen mit dem Zeigefinger. Und mich dann die ganze Hand nehmen. Wird es dann richtig laut, das rockt schon richtig. Okay, das war unser zweites Tutorial. Ihr habt gelernt Bruder Jakob, C-Dur-Akkord, verschiedene Anschlagstechniken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.